Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Battlefield Gothic Armada 2. Ja, hier haben wir diesen Scheiß von oben, das ist total doof. Wir haben hier keine Verteidigungstürme mehr, das ärgert mich jetzt hier gerade eben mal so ein bisschen. Aber wir haben auf jeden Fall beim letzten Mal sehr, sehr erfolgreich alles verteidigt, was unser ist. Ich habe auch vor, das hier weiterhin noch zu tun. Trotzdem müssen wir natürlich ja aufpassen, ne? Es wird permanent immer wieder zu Angriffen kommen. Jederzeit müssen wir alle Gebiete permanent im Auge behalten, wie das da hinten zum Beispiel, wo ich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht mit allen hinkomme, oder? Komme ich da mit allen hin? Ich komme da mit allen hin. Das ist doch sehr erfreulich. So, das heißt, ich kann das verteidigen. Da kommt in 4 Runden auch nochmal ein Angriff. Es ist zum Mäusemelken. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in den Skelus-Sektor. Da findet in der nächsten Runde dieser Angriff statt. Jetzt bauen wir das hier aus, ne? Wie gesagt, der Solarsammler. Wir haben jetzt in der Mondwelt, wir haben hier jetzt schon mal die Chaosbedrohung für dieses Gebiet noch mal um 1 reduziert. Erhöhen damit hier quasi unser Einkommen noch mal um weitere 20. Wir werden auch noch hier den Quell des Lebens uns noch holen. Das mit diesem komischen Agenten des Chaos, das ist irgendwie... Erhöht die Chaosbedrohung im Sektor, je nach Fraktion, die das System kontrolliert. Die Zahl kann irgendwie nur ein Fehler sein. Minus 1,234. Vielleicht ist es aber auch richtig so, so nach dem Motto, dass das Chaos bei uns dann gar nicht irgendwie auftritt oder so. Oder mit geringerer Wahrscheinlichkeit, ich weiß es nicht. Was können wir hier noch machen? Da kommt ein Angriff, das ist nicht so geil. Agent des Chaos. Genau das gleiche. Hier hat es dieser Angriff stattgefunden gehabt. Ne? Diese Welt hätte ich eigentlich ganz, ganz gerne wegen den Canoptex-Schmieden und wegen hier diesem stillgelegten Landeplatz. Und ganz im Ernst, das können wir uns auch holen. Wir können zwar mit nur 2 Flotten rein, aber wenn es die 2 richtigen Flotten sind, dann werden die das Problem ja auch flott erledigen. Der Junge hier wird hier noch mal ganz, ganz kurz regenerieren. Er könnte sich theoretisch dem entgegenstellen. Es kommt darauf an, was er hier für Fähigkeiten am Start hat. Es ist der transdimensionale Blitz. Also halte ich es auch für möglich, dass er das hier alleine schaffen kann. Trotz angeschlagener Schiffe. Lasst uns einfach mal ganz, ganz kurz hier seine Position ein bisschen stärken. Und schon ist er auch hier dafür angriffsfähig. Lass uns aber trotzdem als allererstes hier das hier machen, was deutlich härter und wichtiger ist. Und wir bekommen natürlich auch wieder ordentlich Ruhmpunkte. Fangen also jetzt mal damit an. Ich habe wieder vor, hier den Massenrückruf massiv einzusetzen, wenn möglich. Wäre auf jeden Fall eine witzige Kiste. Viele von den Teilen. Die werden nicht alle gleichzeitig zurückkommen. Die werden ja auch nur flottenspezifisch zurückgerufen. Okay, es ist gar nicht notwendig, hier irgendwas mit Massenrückruf zu machen. Der Gegner ist hier ohnehin, aber wisst ihr was? Wir machen das so. Die sind alle in diesem Modus und er hier ist erstmal hier im, ja, schon mal gleich im Zerstreuungsmodus. Im Zerstreuungsmodus, ja, er sollte sich nicht zerstreuen. So, ihr geht hier direkt mal auf volle Kanone angreifen. Und ich bin nur überlegen, wo ich da reingehen will. Oder wisst ihr was? Wir können nicht alle auf den zerstreuten Blitz rumgehen. Eine lustige Idee. Wir lassen den Gegner auf jeden Fall zu uns kommen. Am besten irgendwie dahin. What? Was ist das? Komische Formation. Hallo? Ich habe keine Ahnung, was da gerade jetzt. Befehlrang Pause. 1, 2. Ihr sollt das nicht so machen. Auch wieder nur Scheiß. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr geht hier rein. Und ihr geht da rein. Und jetzt starten wir schon mal diesen transdimensionalen Blitz. Wir kümmern uns erstmal um die Jungs. How may I serve?
kann denn das machen? Der kann das machen. Das kann man theoretisch auch einsetzen. So, wir beschleunigen mal die Zeit wieder. Auch wenn der Marken gerade eben irgendwie noch Probleme mit dem Vorwärts-Einparken hat. Er müht sich gerade eben noch so ein bisschen ab hier, seine Ausrichtung zu finden. Ja, aber ich glaube, die Dinger werden einiges treffen, habe ich so das Gefühl. Da wurde schon was zerstört mit einem einzigen. Das Marken dreht sich hier immer noch. Leider kann ich keine Bubble machen. So, die kommen immer noch uns zu. Vielleicht kann ich noch einen einzigen Jump machen. Einen einzigen. Inferior Vessel. Nee, der Feind. Oh Gott, der ist schon zerlegt. LOL, das ging aber schnell. Da sind wir jetzt schon gekennzeichnet, auf jeden Fall. Ist immer Liebe, wenn sowas passiert. Inferior Vessel sighted. Wir bleiben jetzt trotzdem hier drin. Ist jetzt endlich mal davor. Es ist doch nicht krass. Ready to serve. Der ist gleich weg, der Junge auf jeden Fall. Der meutert. Den schicke ich schon mal was dagegen. Wisst ihr was? Wir springen jetzt darüber und geben jetzt erstmal den kleinen Mistkerlen hier. Wir können relativ wenig dagegen machen können. Sollst du nicht abhauen, Junge. Aber du kannst jetzt hier schon mal auf reaktive Ruf gehen. Ebenfalls wegspringen. Dass du nicht mehr so ein leichtes Ziel bist. Du gehst schon mal dahin. So. Erste Amtshandlung erledigt. Die Kleinen sind raus. Marken tankt. Das ist auch okay. Der kann das ab mit seinem großen Pott. Die machen jetzt hier schon wieder dieses Linienschiff-Spielchen, ey. Vielleicht treffe ich die ja sogar so noch. So, jetzt sehen wir sie auch. Jetzt sind sie auch markiert. Ihr springt es dann. Warte mal, ich hab das jetzt wichtig. Oh Gott, das ist jetzt. Nee. Ihr müsst springen, aber so, dass ihr euch hier nicht gegenseitig erwischt. Was seid ihr denn da drüben, ey? Das ist so doof. What is your command? Das ist ein Sinnlosigkeits-Move. Motive units fully engaged. Das wird jetzt wichtig, was wir jetzt hier machen. Ihr seht warum. Initializing motive power. Du kommst hier auch noch ran. Den sägen wir jetzt hier mal gerade immer so ein bisschen. Du musst jetzt darüber und du auch. Wir wollen die Jungs auch noch so ein bisschen sägen. Ja, du willst nicht gesägt. Ja, flieg halt durch. Du kriegst halt Schaden. Er bekommt gar keinen Schaden davon. Das ist interessant. Das ist äußerst interessant. Internal damage registered. Energy to recall essence. Okay, das war jetzt gerade eben äußerst schnell. Nimm mal ehrlich, das ging schnell. Inferior vessel sighted. Holla die Waldfee.
Also manchmal wirkt es beinahe leicht, ne? Der will wegfahren, aber wir ziehen ihn einfach immer mit diesem Traktorstrahl wieder ran. Das ist so zum Schießen. So, halt mich fest. Das ermeutert schon, ne? Will schon längst weg, aber nee, ist nicht. Ist nicht, Freund, ist nicht. So, jetzt gehen wir da hin. Jetzt gehen wir da hin. Und auch du darfst wieder mitspielen, mein Freund. So, jetzt schickt man nämlich mal hier auf einer Linie hier die lustigen Sachen so durch, ne? Machen. Ja, gerade eben noch gar nicht. Wir sparen uns das ganz, ganz kurz mal. Oh. Jetzt müssen wir nämlich dann genau auf diesen Strich hier machen. Pause und jetzt geht's mal in die Richtung. Dann wird die Sache auch unterhaltsam für uns. Einfach mal beobachten und staunen. Überlegenheit der Necrons. Einfach mal jetzt hier ausgespielt. Einmal. Geht durch alles durch. Das ist einfach so krass lame geil. Ja, das Problem ist, das müssen wir eigentlich woanders hinstellen, stelle ich gerade eben fest. Ne? Wir müssen das eigentlich über Kreuz machen. Dann machen wir es halt. Enemy orbital platform silence. Wir müssen jetzt dahin gehen. Gehen wir mal in der Zeit ein bisschen rüber, damit das mittlere Ding nochmal so ein bisschen getroffen wird. In der Zeit, ja, positionieren wir uns jetzt hier einfach ohne große Verluste. Das ist hier genau in dieser Richtung. Jo. Also diese Kachelreihe hier ist es quasi. Wir warten jetzt einfach, bis es soweit ist. Einmal. Und zweimal. Und das wird es jetzt hier beenden. Hier können wir auf Nachladen jetzt gehen. Und ich bin echt am überlegen, ob ich da jetzt rangehe und das Ding auch nochmal auseinandersäge oder so. Eins, das da gehen. Und wir gehen jetzt wie gesagt vor. Und dem Kollegen hier nochmal. Ach, scheiße, das lief nicht so gut. Der ging so ein halb daneben. What is your command? All power to motive units. Engaging weaponry. Fällt mir gerade gar nicht, was da gerade so passiert. Egal, wir schicken jetzt alles auf die hässliche Station da, die hat es nicht verdient. So, dahin, dahin. Großes böses Schiff dahin. So, du springst jetzt dahin. Du springst jetzt dahin. Oh, bleibt ihr vielleicht mal da stehen, ey. Das ist doch hässlich, was ihr da macht. Und das Ding noch hier sägen, ey. Sache sehr viel witziger. So, erledigt. Tschüssikowski. Also dafür ist das gut, ne? So für Laubsägearbeiten im All. Aber kannst ja halt echt dann eher so just for fun einsetzen. Also bei so riesigen Horden ist es schwierig. Wobei, man könnte damit tatsächlich sogar diese Konga, also
diese Linienschiff-Konga halt quasi auskontern. Aber ihr habt vorhin schon gesehen, nur in der Theorie, in der Praxis weichen die einfach zu effizient aus. Also, gelaufen. Wieder ein wichtiges Gebiet eingenommen. Stillgelegter Landeplatz und ein Nopdeck schmieden. Bin ich jetzt auch ein Fan von, das hier gleich zu bewaffnen. Und jetzt haben wir natürlich noch diesen Angriff hier. Den machen wir noch in dieser Runde. Der wird auf jeden Fall auch knackig, sage ich euch. Der wird knackig. Je nachdem vor allem auch, was das jetzt hier für ein Kampf wird. So. Irgendwie erinnern mich diese Schiffe echt an irgendwelche Star Trek Schiffe. Irgendwie an die, wie heißen denn, nicht Bajoraner, sondern die Cardassianer. Irgendwie an sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Kann mir nicht helfen, aber es riecht geradezu danach. Ja, wisst ihr was, wir können hier stehen bleiben. Wir werden hier eiskalt stehen bleiben. Und einfach keinen Finger krumm tun. Ding ist auf der anderen Seite, könnte besser nicht laufen. Machen genau denselben Scheiß jetzt nochmal. Und den Gegner sogar noch verlangsamen, wenn er der Meinung ist, er kommt zu nah auf uns zu. So, dasselbe nochmal hinterher. Die nächste muss ich vielleicht ein bisschen mehr nach rechts drehen. Irgendwie weichen die gerade ab, kann das sein? Bin mir gerade eben so ein bisschen unschlüssig. Ich hoffe, sie treffen einfach. Auf jeden Fall kommt da noch mehr. Kann aber auch sein, dass es ja wirklich zwei getrennte Flotten sind, ne? Da kommt auch noch was. Auf jeden Fall haben wir schon mal was gestört. Das geht jetzt hier leider total in die Hose. Leider, leider, leider. Ready to serve. Leider ist das andere auch schon wieder aufgebraucht. Die haben uns aber auch nicht entdeckt. Was ja schon mal ein Vorteil ist. So, ich kann ja gleich nur die Bubble machen. Die werden irgendwie da drin stehen. Wir stehen uns jetzt hier so gegen. Und zack. Ja, das sind miese kleine Mistviecher. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Mal da rausspringen, bitte. Mal da rausspringen, bitte. Ich hätte schon Bock drauf auf die Scheiße hier. Also, wir greifen an. Schicken wir durch. We are death. Das sind die Tüten. Bam, bam. Der ist schon mal erledigt und der bekommt jetzt auch nochmal sein Fett weg. Was der schon gefressen hat, zieh dich mal zurück, Junge. Viel zu viel für meinen Geschmack. Guck mal, was da alles noch läuft. Ist ja nicht zu glauben. Ja, noch 10 Sekunden. Oder weniger. Kommt uns sogar noch entgegen hier.
Ja, mach's halt kaputt, ey. Da wartest du die ganze Zeit auf den Sprung ins Spiel und schon ist er kaputt. Das waren echt eine Menge Schiffe, unangenehme Spiele. Den halten wir jetzt erstmal hier so ein bisschen fest. Hier greift er erstmal diesen kleinen Mistkeks hier an. Mal ein bisschen markieren, komm. Gib's dem Kerl, ey. Und dann greifen wir den da drüben an. Der kann natürlich nicht springen. Na ja, klar, so. Einzelschuss. Soll's werden. Und natürlich ist der Transformer mit Blitz hier beschädigt. Warte mal, der Kollege hier soll das hier sofort anmachen. So, das war der Generator. Jetzt gehst du mal auf das da, dass du keine Fähigkeiten mehr einsetzen kannst. Bin mir sehr recht. So, jetzt bin ich mal näher an ihm dran. Sehr wichtige Nummer, das. Ja. Ich habe keine Ahnung, wer das macht, aber ich finde es nicht gut. Da ist irgendwo noch irgendwas Hässliches, was. Ah ja, der da drüben hat diese Bewaffnung. Der hat eine Nova-Kanone. Boah, den nehmen wir aber gerade gut auseinander. Ich bin mir sicher. Und kill! So, jetzt gehen wir da rein. So, der hat das sehr cool. Guck mal, dass der uns immer noch sieht, ey. Es ist so eine Frechheit. Bringing terror unseen. Den interessiert auch null, dass da Schleichfahrt aktiv ist. Das ist völlig Wumpe. All power to motive units. I am the dearest spear. Jetzt ist auf die Reparatur. Der Rest macht den hier einfach mal platt. Er ist markiert, sein Generator ist da und das heißt, wir können auf das andere gehen. Auf das Deck. Das wird ihn hoffentlich noch treffen. Ganz knapp. Jawohl, reingezogen worden. Das muss weg da, dass wir nicht so sehen, ich da uns selbst treffen werden. Das Geile ist, man kann, wenn man so gar richtig aktiv spielt, den Geschossen ausweichen. So, der meutert jetzt schon. Rennt. Deck vernichtet. Da wird sowas von drauf gehen. So, selbes Spiel wie vorhin. Wir sammeln uns hier. Und ich kann ja jetzt schon mal eins rüberschicken. Der trifft ja was, ne? Auf dem Flug quasi. Ganz unverbindliche Lieferung. Muss jetzt nicht von beiden angenommen werden. Ah, das ist doof, dass das jetzt hier so im Weg ist. Ne, ne, wir machen es anders. Wir gehen dahin. Das ist besser. Moving. Kriege ich auch schon mal rüber. Der erste hat schon mal gesessen. Der zweite hat auch gesessen, ne? Dann schicken wir den da durch. Der killt das Problem auf jeden Fall. Und da hinten trifft es vielleicht auch noch mit einem.
Jawohl, immerhin mit einem. Selbige machen wir dann jetzt hier so durch. Ich weiß nicht, ob die Entwickler sich gedacht haben, dass man das so macht. Aber wir machen es jetzt halt so. Ist schwer zu sagen, ob das ein Exploit ist oder nicht. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ich das Ding da hinschicken kann, ich meine, warum sollte ich es anders machen? Warum sollte ich insbesondere auf der Schwierigkeit meine Schiffe auf die Art und Weise gefährden, ne? Und das Letzte, das völlig chancenlos ist, hier drauf geht. Enemy Orbital Platform Silence. Ach ja, wenn man einmal verstanden hat, wie die Sachen funktionieren, dann wird's immer interessanter. So, nichtsdestotrotz finde ich es immer noch doof, natürlich, dass gewisse Dinge in diesem Spiel laufen, aber hey, hier kann ich mich jetzt definitiv nicht beklagen. Das war auf jeden Fall eine schöne Runde. Schöne Punkte. Wir haben auch das jetzt hier erobert. Oh, das hier ein. Ja, das ist halt auch nur Agent des Chaos, aber Hauptsache wir haben es. Was können wir denn da nochmal? Festungswelt, ne? Das klingt uns eigentlich auch nur so. Boah, die ist stark. Was ist das hier? Geplünderte Gruft. Boah, das ist nicht so geil. Tabor wird noch ein Solarsammler sein. Den möchte ich mir gerne noch in absehbarer Zeit holen. Zum Glück will das Chaos da gerade eben bloß nichts machen. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Schöne Zeit bis dahin und danke fürs Bewerten des Videos und danke an meine Patreons und bei denen wie immer ganz vorne mit dabei. Pastor Pinsi und der Devil4HD, meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Ich bin raus, ihr haut rein, macht's gut, tschüss und ade.